die Zitadelle Spandau. Am 10. November 2018 Ort für den ersten Kongress der Desiderius Erasmus Stiftung zum aktuellen Thema 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges. Doch es blieb nicht bei einem bloßen Rückblick. Hochkarätige Referenten thematisierten in Berlin die europäischen Friedensordnungen seit Versailles sowie das Selbstbestimmungsrecht der Völker und zogen Schlussfolgerungen für die Zukunft. Die Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach eröffnete die Veranstaltung. Der Erste Weltkrieg gehört zum Nukleus unserer deutschen Geschichte und der Geschichte ganz Europas. Und wie immer man ihn bezeichnen will, ob Urkatastrophe, wie der amerikanische Historiker George F. Kennan zuerst aussprach, oder Epochenschwelle, nichts war nach dem Ende des Ersten Weltkrieges so wie zuvor. Es ist ein wichtiges historisches Thema, was natürlich seine Spuren bis zum heutigen Tage hinterlassen hat. Und es ist immer gut, wenn man sich seiner Vergangenheit auch erinnert. Man kann besser ermessen, was man für die Zukunft vielleicht vermeiden sollte. Der Wiener Historiker Lothar Höbelt sprach zunächst über das Scheitern der Friedensordnung von Versailles und fasste prägnant noch einmal die Gründe zusammen, warum das Deutsche Reich 1914 vor allem für das britische Weltreich eine Herausforderung war. Zum Zeitpunkt der Gründung des Deutschen Reiches durch Bismarck 1870-71 war die Bevölkerung und die Stahlproduktion des neu geeinigten Deutschen Reiches und Frankreichs ungefähr gleich. 40 Millionen Einwohner, 500.000 Tonnen oder so, ne, Stahl. 1914 hatte Deutschland 65 Millionen, Frankreich immer noch 40. Demografische Entwicklung, ökonomische Entwicklung. Deutschland produzierte viermal so viel Stahl wie Frankreich. Der Erste Weltkrieg, die Entscheidung des Ersten Weltkriegs lässt sich in zwei Statistiken schön fassen. Deutschland produziert so viel Stahl wie der Rest Europas zusammen und die USA produzieren so viel Stahl wie der Rest der Welt zusammen. Daraus ergibt sich völlig klar, warum zuerst die Deutschen gewinnen und zum Schluss verlieren. Das ist eine ganz einfache Statistik. Doch strategisch, so Höbelt, habe Deutschland den Ersten Weltkrieg sogar gewonnen. Russland war kein Nachbar Deutschlands mehr nach dem Ersten Weltkrieg. Stattdessen gab es Polen und zwischen Polen und Russland gab es immer Rivalitäten. Also Deutschland hatte im Osten nicht mehr viel zu befürchten. Russland war durch seine Größe, Rohstoffreichtum etc. potenziell der größte Rivale Deutschlands am Kontinent. Russland hat im Ersten Weltkrieg viel mehr verloren als Deutschland. Viel größere Gebiete, viel reichere Gebiete, Bürgerkrieg im Land. Also Deutschland war in der Beziehung der strategische Sieger, auch wenn es dann letztendlich durch das Eingreifen der Amerikaner den Krieg im Westen verloren hat. Im Gegensatz zur brüchigen Friedensordnung von 1919 garantierte nach 1945 der Kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR den Frieden in Europa. Der Historiker Stefan Schall wies darauf hin, dass durch den Zweiten Weltkrieg die Mitte Europas als Machtzentrum zunächst ausgeschaltet wurde. Es ist in letzter Zeit des Öfteren bemerkt worden, dass man die Phase 1914 bis 1945 auch als 30-jährigen Krieg bezeichnen kann. Wenn man jetzt dann fragt, worum ging es in diesem 30-jährigen Krieg, dann bleibt ganz zentral die Antwort, es ging letzten Endes darum, ob Deutschland aus der Perspektive des Jahres so um 1910 es gelingt, ob es ihm gestattet wird, sich quasi zu einer Art Weltmacht auf Augenhöhe mit anderen Weltmächten zu entwickeln, ob also geologisch gesprochen oder geografisch gesprochen, ob Zentraleuropa, Mitteleuropa tatsächlich ein Quell von Weltmacht wird oder ob es weiterhin das Objekt von Weltmacht aus außereuropäischer Provenienz bleibt. Der renommierte Völkerrechtler Alfred Maurice de Sayas war bis April 2018 unabhängiger Experte des UN-Menschenrechtsrates für die Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung. Er erinnerte in der Zitadelle Spandau erst einmal daran, was Demokratie eigentlich ist. Demokratie bedeutet die freie Selbstbestimmung eines Volkes über seinen Status als unabhängiges, föderatives, assoziiertes, soziales Gebilde, bedeutet auch die freie Wahl der Regierungsform und Gesellschaftsordnung, die ein Volk sich selbst geben will. Demokratie ist dynamisch, so de Sayas wörtlich. In den westlichen Staaten und der EU konstatiert der Völkerrechtler allerdings seitens der Regierung vielfach undemokratische Tendenzen. Mit Sorge beobachte ich, wie die Europäische Kommission immer tiefer in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einmischt. Eben gegen das Volksverlangen nach Heimat und Identität. So wächst der Widerstand nicht nur in England,
aber auch in Polen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Ungarn. Doch wie könnte eine reformierte EU zukünftig aussehen? Erika Steinbach plädierte für einen Bund souveräner Staaten, der den Bürgern zugleich Heimat und Offenheit gibt. Aus der Europäischen Union muss wieder ein Europa der Vaterländer bewusst gedacht werden, ein Staatenbund werden, der dem Subsidiaritätsprinzip folgt. Und ein Staatenbund, der am Ende nur das regelt und vereinheitlicht, was sinnvoll und sachlich notwendig ist, was auf regionaler und nationaler Ebene gleichsam im Alleingang der Staaten und Völker nicht zu regeln ist. Die Gedanken zur Zukunft Europas zwischen Macht und Moral wurden in der anschließenden Diskussionsrunde mit den Referenten und den Kuratoriumsmitgliedern Max Otte und Karl-Heinz Weismann vertieft. Der Historiker machte darauf aufmerksam, dass die Deutschen immer wieder in ihrer Geschichte getäuscht wurden, so auch nach Ende des Ersten Weltkrieges. Die Lektion war, wir haben, obwohl es uns schwer gefallen ist, für einen historischen Moment für bare Münze genommen, was die Siegermächte dieses Krieges postuliert haben, nämlich, dass in Zukunft eine andere Welt bestehen wird, in der keine Geheimdiplomatie mehr existiert, in der alle Verträge offengelegt werden, es keine Abmachungen unter der Hand geben soll, Gerechtigkeit und das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts für alle Völker zu gelten hat. Und sie haben innerhalb weniger Monate begreifen müssen, dass ihre ältere Skepsis und ihr Vorbehalt, der ja in der deutschen Staatslehre eine große Rolle spielte gegenüber solchen Postulaten, offensichtlich eher am Platz war. Denn da hatte man Dinge in die Welt gesetzt und behauptet, die ja offenbar lediglich zum Zweck der Täuschung gedient hatten, Deutschland zu entwaffnen und es davon zu überzeugen, es werde mit einem, wenn nicht milden, dann doch aber mit einem gerechten Frieden rechnen können. Aber auch nach 1945 wurden die Deutschen, so weiß man, ein weiteres Mal getäuscht. Denn hinter den moralischen Postulaten des Westens lauere in der Regel lediglich kalte Machtpolitik. Damit aber, so der Historiker, tue sich der Deutsche gemeinhin schwer. Drei politische Stile. Einen angelsächsischen, es gibt eine Maske und es gibt ein Gesicht. Aber die Betreffenden glauben, dass Maske und Gesicht eins sind. Den französischen oder man könnte sagen den romanischen. Es gibt eine Maske und ein Gesicht und gelegentlich wird die Maske gelüftet und man sieht das Gesicht. Und dann gibt es noch den deutschen. Nur ein Gesicht, keine Maske. Und ich glaube, dass das eben wirklich eines unserer Kernprobleme ist. Denn wenn wir über eine Friedensordnung reden und jetzt uns fragen, sind wir deshalb für Monsieur Macrons Vorschlag, eine europäische Armee zu schaffen? Und wissen wir, was das bedeutet? Und wissen wir vor allen Dingen, wer diese europäische Armee wird bezahlen müssen? Ja, wie soll jetzt ein Ausgleich stattfinden, solange nicht alle Beteiligten insofern die Karten auf den Tisch gelegt haben, dass man sagt, Deutschland hat bestimmte legitime Interessen aufgrund seiner Größe, seiner Wirtschaftskraft, seiner Bedeutung innerhalb der Europäischen Union. Doch die Bundesregierung, da waren sich die Diskutanten einig, nehme ihre Interessen nicht nur an der Flüchtlingspolitik derzeit nicht wahr. Also wenn wir unseren Zustand jetzt hier in Deutschland betrachten und Europa, zeichnet sich Deutschland dadurch aus, ob man das Auszeichnen überhaupt nennen kann, dass hier zunehmend Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik praktiziert wird. Natürlich wollen wir den Menschen helfen. Ich bin praktizierende Katholik. Ich will den Menschen in Afrika helfen. Ich will den Menschen in Asien helfen. Ich will den Syrien helfen, aber vor allem dort. In Afrika, in Asien. Ja, wir haben also tatsächlich diskutiert, einerseits von der hehren Warte des Rechts und der Moral und dann aber auch von der Machtpolitik, Geopolitik. Also ich glaube schon, dass Europa vielfältig bleiben muss. Wir brauchen aber auch zentrale Strukturen. Wir brauchen eine europäische Abschreckungsmacht, wie auch immer man die organisiert. Die deutsch-französische Achse drängt sich da auf. Frankreich will das eigentlich nicht. Frankreich will den Euro, aber nicht die Atomstreitmacht teilen. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist eigentlich das zentrale Element, Sicherheit in Europa zu schaffen, nicht gegen irgendjemanden, gegen Russland, denn Russland ist auch teilweise eine europäische Macht. Also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit wäre es. Und da waren wir vor 1990 auf einem guten Weg oder um 1990 herum und mittlerweile ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da müssen wir ganz stark drauf setzen.
Ausgehend vom Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren spannte die Desiderius-Erasmus-Stiftung in Berlin den Bogen von der Geschichte in die nahe Zukunft, in der eine stabile Friedensordnung für Europa nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Als kleine Erinnerung an 1918 wurde übrigens zum Kongress Steckrübensuppe gereicht. Es gab ja diese große Hungersnot, wo es in Deutschland während des Ersten Weltkrieges fast nicht zu essen gab. Im Übrigen auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja viele Hungertote in Deutschland. Und da haben wir gedacht, dann bieten wir das an, obwohl die natürlich hier verfeinert ist mit Sahne und allem drumherum. Das gab es damals nicht. Einen guten Nachhauseweg wünschen wir.